Die von uns gemeinsam erarbeitete und eingereichte gleichlautende Motion fordert die Schaffung einer sogenannten Green Investment Bank. Eine solche Bank verfolgt hauptsächlich zwei Ziele. Einerseits fördert sie durch ihre Investitionen nachhaltige Projekte, zum Beispiel in den Bereichen Klima- und Artenschutz. Und zum anderen sorgt eine Green Investment Bank dafür, dass privates Kapital in solche grünen Projekte fließt. Insbesondere privates Kapital, das sonst seinen Weg nicht dorthin finden würde. Ich erläutere Ihnen gerne, warum dafür eine mit staatlicher Unterstützung geschaffene Bank notwendig ist. Heute fließt privates Kapital weltweit in zu geringen Mengen und zu langsam in die Finanzierung von ökologischen Projekten, weil die Risikostruktur dieser Investitionen zu wenig transparent ist und weil sie teilweise noch ein hohes Risikoertragsverhältnis aufweisen. Denken Sie zum Beispiel an sogenannte Negativ-Emissionstechnologien, welche dereinst große Mengen an CO2 wieder aus der Atmosphäre herausziehen sollten. Wir sind auf diese angewiesen, wenn wir das Netto-Null-Ziel erreichen wollen, aber heute fließt noch zu wenig Kapital in solche Projekte, weil sie eben noch als zu risikoreich eingestuft werden. Für die Schweiz ist ein solches Engagement deshalb sinnvoll, weil sie dadurch der Erfüllung ihrer internationalen Verpflichtungen im Klimaschutz ein gutes Stück näher kommt. Ohne die Mobilisierung von zusätzlichem privatem Geld wird die Schweiz ihren Beitrag im Kampf gegen die Klimaerwärmung nicht leisten können. Gleichzeitig ist der Schweizer Finanzplatz weltweit hervorragend vernetzt und bietet ideale Voraussetzungen für eine international ausgerichtete Green Investment Bank.